Ellermanns Morning Show präsentiert von Logopack. Führend in RFID und Strichcode-Technik. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe Ellermanns Morning Show. Wir sind richtig schön fröhlich. Graham Bonney ist da. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning, everybody. Hast du gut geschlafen? Sehr gut geschlafen. Sieht's nicht so aus? Das sieht immer so aus. Du bist richtig frisch, richtig toll. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, auf dich. Denn Graham Bonney ist heute in der ersten Sendung hier auf DSF für Sie bei Ellermanns Morning Show. Und Sie können jetzt jeden Samstag um 8.30 Uhr fröhlich mit uns frühstücken. Wir werden ein bisschen was erzählen. Sie können was gewinnen bei uns. Und ich habe gleich eine Quizfrage für Sie, damit Sie gleich Ihren Telefonhörer vielleicht mal schnappen und bei uns mal durchklingeln und einfach diese Frage beantworten. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die Zuschauer das beantworten können. Unsere TED-Nummer erstmal zum Mitschreiben, die Sie jeden Samstag um 8.30 Uhr brauchen mit unseren Gästen, ist eine allgemeine TED-Nummer. Die notieren Sie bitte für 49 Cent im Netz der Deutschen Telekom. 013 78 66 67 plus die Endziffern. Sie können ein Wochenende mit Graham Bonney gewinnen. Ja, da wird sich, deine Frau freuen. Und natürlich tolle CDs haben wir heute und auch tolle Sachpreise. Unbedingt mitmachen. Welchen Titel singt Graham Bonney? Singt er Tanze Samba mit mir? Dann wählen Sie 013 78 66 67 und einfach die 01 dranhängen. Oder singt er vielleicht Wähle Dry Dry Dry? Dann hängen Sie bitte die 02 an. 013 78 66 67 plus die jeweiligen Endziffern. Es winken tolle Preise. Ich habe es ja schon gesagt, ein Wochenende mit dir, das wird ja wohl ein Grauen. Oder nein, es wird kein Grauen, das wird schön. Ne? Das wird schön. Bei mir ist immer nur blauer Himmel zu Hause in Kerpen, wo ich wohne. Graham, ich möchte dich einladen, frühstücken. Dankeschön. Tust du nicht, hast du gesagt, hast du schon? Muss ich sagen, wunderbar. Aber wir haben Kaffee, komm. Unser Logopack Kaffee, unser Partner der Sendung, da möchten wir Prost sagen. Prosit. Prost Kaffee? Ich habe einen Cappuccino. Wollen wir trinken? Ich glaube, der schmeckt ganz gut. Schmeckt er dir? Ja, der schmeckt. Normalerweise trinke ich nur Tee, aber der schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Ja, wunderbar. Ich hoffe, da ist kein Rum drin, denn wir sind ja sportlich. Und du kannst natürlich auch schon Frühshoppen machen, wenn du möchtest. Ein schönes Bier trinken. Dankeschön. Ich glaube, ich habe keine Show heute. Okay. Ist alkoholfreies. Ein bisschen Frühshoppen. Alkoholfreies Dithmarscher. Also warum nicht? Oder bedien dich hier mit Obst. Aber ich möchte wissen, wie beginnst du den Tag? Wenn du morgens aufstehst und wieso stehst du auf? Das ist eine schwere Frage, weil bei uns, weil wir normalerweise ziemlich spät ins Bett kommen, dann stehen wir etwas später auf. Aber wir essen was aber ab 12 Uhr. Wir nennen es auf Englisch nicht Breakfast oder Frühstück oder Dinner oder Lunch. Wir nennen es Brunch. Ah, ja. Und dann geht's los mit einem sehr gesundes Frühstück. Heiße Tomaten, ein bisschen Käse drauf, ein bisschen Knoblauch drauf. Ah, ja. Auch das morgens. Riecht man übrigens auch heute schon. Ja, ich weiß. Aber das ist sehr gut für die Gesundheit. Ich kann es wirklich empfehlen. Okay. Viele Sportler essen Knoblauch. Ja. Und warum nicht? Und manchmal ein schönes Ei, Frühstücksei, schönes braunes Brot und ein bisschen Wurst und so, Obst. Und eigentlich, das ist mein Brunch. Und dann essen wir gar nichts mehr bis abends. Also du bist richtig fit mit Knoblauch, ne? Ja, ich habe vor kurzem mit Axel Schulz telefoniert, der hat mir gesagt, er hat auch vor seinem Kampf Knoblauch genommen, also es lief richtig gut für ihn, ne? Ja, ich finde es ganz toll, warum nicht? Genau. Was machst du dann? Dann fängst du den Tag an, gehst wahrscheinlich ins Studio, ne? Ja, ich habe ein Studio zu Hause, manchmal ich arbeite im Studio, aber ich habe einen sehr großen Garten und in Sommer, lassen wir sagen, ab Februar, März fange ich an im Garten zu arbeiten. Das hält auch ein bisschen fit, ein bisschen Bewegung. Und ich liebe meinen Garten, aber leider habe ich wenig Zeit. Ich bin so oft unterwegs. Wenn ich keine Zeit habe, oder wenn ich sage, wenn es regnet oder so, dann bastel ich. Okay. Dann gehe ich rüber in meine kleine Häuschen, was ich habe, und dann fange ich an zum Basteln. Ich bin ein großer Fliegerfanatiker. Du hast auch Kinder, Enkelkinder? Ja, Enkelkinder habe ich auch. Ich habe genug zu tun eigentlich den ganzen Tag. Genau. Du bist jetzt, wie viele Jahre, vor kurzem hast du 40-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert? Als Graham Bonney. Als Graham Bonney. Wie viele Jahre bist du im Geschäft? Ich bin im Showgeschäft jetzt 59 Jahre. Ich habe angefangen mit 4. Ah ja. Ja, und ich habe Filme gedreht. Ich war in der Bühnenschule, ich habe Steppe gelernt. Ja.
Da könntest du ja fast mitsteppen hier, wie eben Fred Astaire. Ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Er steppt hier schon unter dem Tisch. Ne? Nicht so verrückt. Schnell wie früher, aber es geht noch. Ja. Genau, also über 40 Jahre im Geschäft. Da war damals die große Bravo-Zeit. Du warst im Star Club hier in Hamburg. Erst in 63, nicht als Graham Bonney. Ich war mit meinen Bands da. Mit mehreren, wie sind meine alten Kollegen wie Emma Forden, Checkmates, Johnny Kidd and the Pirates. Yeah. Das war in 63. Paul McCartney hast du auch kennengelernt, ne? Einmal habe ich nur Paul kennengelernt, aber das war in Emmy Studios in Abbey Road. Yeah. Weil wir waren beide unter die gleiche Schallplattenfirma damals. Ah, ja. Und als die haben Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band gemacht, Day in the Life, der letzte Titel, die haben eine riesen Party gefeiert und die haben mich auch eingeladen, weil ich war in Studio 3 damals. Und ja, und dann kam ich nach Deutschland in 66 mit Supergirl. Ja. Und die Reste ist Geschichte. Ich bin geblieben, kann man sagen, als deutscher Schlagersänger aus London. Ja. Und obwohl ich habe angefangen auf Englisch zu singen mit Supergirl, aber dann kam Das Girl mit dem Lalala und eine ganze Menge deutsche Schlagersongs. Mhm, und bevor ich gewusst habe, da fährt ein Zug ab, ein deutscher Schlagerzug, und ich war einfach an Bord und 2007 bin ich noch da. Super. Wir möchten natürlich von dir wissen, was hat sich verändert damals, die Zeit, die war ein bisschen kumpelhafter. Ich meine, wir beide sind ja noch Kumpels, ein richtiger Kumpel, ich rufe dich an, du kommst. Ja. Na, ich bringe noch ein Frühstück mit, das ist das Gute bei dir. Ne? Ja, immer wenn bei mir die Kasse knapp ist, dann bringst du was mit. Ja, ja. Das sind noch echte Kumpels. Was hat sich verändert? Das gibt's gar nicht mehr so richtig. Ja, ich finde es schade. Junge Leute, die haben das sehr schwer. Damals, wir haben, wie sagt man, mehr Freundschaft miteinander gehabt. Aber ich habe diese Freunde immer noch, ob es Peter Petrell ist oder Chris Andrews, Chris Howland, Mr. Pumpernickel. Wir treffen uns regelmäßig bei mir zu Hause, Mary Rust in New York. Wahrscheinlich auch auf ein Bier, ne? Darf ich dir ein Bier anbieten? Auch ein Bier, danke vielmals. Ja, knöpfe es dir ruhig auf, Dithmarscher. Aber hoffentlich ja, diese alte Arten. Ja, der alte Bügel sozusagen. Noch, ne? Ich bleibe erstmal noch für die erste Sendung beim Logopack, sonst sagt man, er trinkt zu viel alkoholfreies Bier hier auf dem Sportsender. Es gibt ja alkoholfreies Bier und ich glaube, du hast ein alkoholvolles erwischt, Dithmarscher. Ja, es könnte sein. Das kommt aus Marne, das ist Schleswig-Holstein. Oh, ehrlich? Da warst du auch schon mal, ne? In Schleswig-Holstein. Ja, ja, Gottes Willen. Ja. Über die letzten 40 Jahre mehrmals. Erstmal Prost. Ich erzähle ein bisschen was über dich. Er trinkt morgen schon immer Bier, wie Sie sehen, und ist richtig fröhlich. Aber wir möchten auch wissen, was sind deine Zukunftspläne? Was hast du noch vor? Ja, was habe ich noch vor? Immer dasselbe. Live-Shows wie verrückt. Ich habe eine neue CD, die ich mache. Ich bin in die Mitte im Moment, diese neue CD zusammenzustellen. Von Graham Bonney, ein neuer Titel. Das heißt, so fühlt sich Leben an. Aha. Ein bisschen rockig, muss ich sagen, weil ich arbeite sehr gerne mit Gitarre auf der Bühne. Und ja, neuer Titel, neue Shows. Ich mache zuerst ein paar Wochen Urlaub. Ich fliege nach Singapur, gehe auf eine kleine Insel da eine Woche und dann, ich warte, bis ein großes Kreuzfahrtschiff vorbeikommt, dann springe ich an Bord, dann muss ich zwei Wochen arbeiten, Gales machen. Und dann geht es weiter, immer dasselbe, zweimal immer nach Hamburg im Monat zu fliegen oder nach München oder Leipzig oder Dresden. Wo Deutsche sind, da bin ich. Und es kann auch in Australien sein oder Van Eyckel. Und du wohnst neben Michael Schumacher in Kerpen, ne? Ja, ja. Er hat gewohnt in den nächsten Ort, kann man sagen. Aber sein Rennbahn ist noch da und eine gute Freundin von mir ist auch seine beste Freundin. Bist du schon gefahren auf der Rennbahn? Ja. Es gibt mehrere da. Es gibt eine große, ganz tolle Rennbahn draußen. Ja. Es gibt eine Innenbahn und es gibt eine andere Bahn, wo Anfänger fahren kann. Auf den bin ich gefahren. Eine CD hast du rausgebracht, 40 Jahre Graham Bonney auf der Bühne. Und deshalb möchten wir die Quizfrage nochmal stellen. Also rufen Sie unbedingt an, 013 78 66 67 plus die jeweiligen Endziffern in der ersten Sendung hier auf DSF. Machen Sie unbedingt mit in unserem richtigen schönen Werbetalk hier. Da dürfen wir das ruhig mal sagen. Das ist die beste CD. Gehen Sie morgen in Ihren Schallplattenhandel, wollte ich fast schon sagen, CD-Handel. Oder gehen Sie zu Ihrem Briefmarkenhändler und fragen Sie, ob Sie die CD bekommen. 013 78 66 67 plus die Endziffern. Welchen Titel singt Graham Bonney? Singt er Tanze Samba mit mir? Samba tanzen. Tanze Samba mit mir. Ja, super.
Ganz toll. Geht auch. Dann wählen Sie die 01 bitte dran, also 013-78-66-67 und die 01 dran. Sinkt da aber eventuell, wähle bitte Ruhe, 333, dann hängen Sie bitte die 02 dran. 013-78-66-67 plus die jeweiligen Endziffern. Was kannst du noch zu der CD sagen? Was gibt es da Nettes so? Zu die neue CD, es gibt eine ganze Menge Songs, die sind, wie sagt man, Graham Bonney Songs von der Vergangenheit. Ja. Und auch neue Songs, die ich gemacht habe. Eigentlich Stimmung, kann man sagen. Stimmung pur. Ja. Das ist immer wieder. Wir sind auch auf Tournee mit Fräulein Menke. Darf ich Ihnen gleich einen Tipp geben? Nächste Woche, 8.30 Uhr, wird Fräulein Menke hier bei mir zu Gast sein. Mal sehen, was sie frühstückt. Sie ist ja im wahren Leben auch ein Temperamentbündel sozusagen. Wir sind ganz, ganz gespannt. Ich sage fast schon Dankeschön, weil du heute hier bei mir in der ersten Sendung warst. Du darfst gerne noch mal einen Dithmarscher trinken. Ich trinke einen Logopack. Und darf ich bitte was sagen? Ja, bitte. Viele Leute fragen mich, wo bist du morgen oder wo bist du nächste Woche? Ja. Man kann alles auskriegen über mich, Graham Bonney zusammengeschrieben, .de. Also da bin ich meine Homepage. Ja. Jeder kann, wie soll man, sehen, wo ich bin. Ja. Und ja, und wenn Sie kommen zu meiner Show, vielleicht wir können ein Bierchen zusammen trinken. Genau. Finde ich schlecht. Mache ich ja auch immer. Ich rufe ihn nicht mehr an. Ich schreibe immer noch, bring mir bitte mit 25 Brötchen, bring mir ein Bier mit, bring mir Kaffee mit. Aber du bist im wahren Leben, bist du Weintrinker, ne? Ja, ich trinke normalerweise eine schöne, wie soll man, Flasche, mittelchilde Weißherbst. Okay. Ich trinke vom Fass, weil ich im Fass bin. Du bist eine Flasche, deshalb trinkst du eine Flasche. Ne? Okay. Graham, ich danke dir recht herzlich. Nicht aber so, wir möchten noch etwas wissen für unsere Zuschauer. Wir möchten noch etwas wissen. Und zwar doch etwas Privates. Aber das möchte ich in einer weiteren Sendung erläutern. Ja. Du wirst in einigen weiteren Wochen bei mir, wir verraten noch nicht wann, zu Gast sein mit Günter Dels. Aha. Und da werden wir privat über den Graham Bonney sprechen. Und zwar geht's da, dass du schon was überlegen, über Liebe, Leidenschaft, Ehe, Treue, was ihr Engländer ja alle seid, ne? Ja, genau so. Du hast die richtig getroffen. Ne? Du kommst wo aus England direkt? Das interessiert die Zuschauer doch auch sehr. Ja, ich komme aus London, aber eine Spezialgegend von London. Das heißt, ich bin Cockney. Ah ja. Das ist West London und meine Fußballmannschaft heißt West Ham United. Ja. Die stehen ganz schon unten im Moment. Aber okay, was machst du sportlich? Sportlich früher, ich habe sehr viel Fußball gespielt. Ich war Kapitän von meinem Tennis. Mannschaft in die Schule und sehr viel Rugby. Tennisschläger habe ich auch hier im Goldenen. Wenn wir mal da ist es noch. Eine Flasche Coca aufmachen, dann können wir das hier mit dem Tennisschläger machen. Sportlich, sportlich, sage ich nur. Nicht? Ja, und hast aber auch immer, genau wie ich, mit dem Gewicht zu tun. Dann müssen wir wieder ein bisschen Sport machen. Früher nicht, aber heute, ja. Aber wenn ich auf der Bühne bin, ich gehe rauf und runter wie ein Luftballon, muss ich sagen. Wenn ich auf der Bühne bin, dann habe ich einen schönen, flachen Bauch. Ja. Und natürlich über Weihnachten, weil ich arbeite nie über Weihnachten. Ich fange an normalerweise am Silvester an. Und dann packt man vielleicht zu viel Gans rein, aber die nächsten paar Tage wird alles, wie sagt man, weggemacht. Sie können so schnell wie möglich. Okay, Sie können auch noch bis 9 Uhr anrufen, auch wenn unsere Sendung gleich zu Ende ist, unsere Sendezeit, habe ich trotzdem noch einmal die Frage, stell doch einmal den Zuschauern noch einmal die Frage. Ja, das ist die Frage. Welchen Titel singt Graham Bonney? Tanze Samba mit mir, Endziffer 01 oder, wie heißt das, wähle 3, kenne ich nicht. Endziffer 02. Also rufen Sie unbedingt an 013-78-66-67 plus die jeweiligen Endziffern. Bis 9 Uhr können Sie anrufen. Es gibt tolle CDs zu gewinnen von dir, CDs. Es gibt richtig Wahnsinnspreise. Nächste Woche wird zu Gast sein Fräulein Menke im Dirndl. Ich hoffe, unsere Kameras gehen dann ein bisschen tiefer und schauen ja sozusagen ins Dirndl hinein. Das werden Sie natürlich nicht machen, weil wir sind ja eine richtig jugendfreie Sendung, wie Sie es gewohnt sind. Merken Sie sich immer 8.30 Uhr hier auf diesem Sendeplatz und ich hoffe, Sie schalten wieder ein. Ich danke dir, lieber Graham. Nichts zu danken. Shake hands. Shake hands. Und ich möchte dich endlich mal sehen, dass du mein Brötchen, mal sehen, man hat gesagt, er hat einen großen Mund, aber das Brötchen in den Mund kriegt. Wollen wir mal gucken. Einmal. Du bist ein Großbeißer. In diesem Sinne, auf Wiedersehen und bis nächste Woche. Mm-hmm. Bleiben Sie gesund. Dankeschön, Graham Bonney. Wir sehen uns. Prost, Kaffee, alles Liebe und good morning. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Ellermanns Morning Show wurde präsentiert von Logopack.
führend in RFID- und Strichcode-Technik.